Anstatt in ein Auto parkiert, haben heute Morgen gelenkige Leute auf dem Parkplatz an der Demutstrasse ihre Yogamatte ausgerollt. Am heutigen Parking Day zeigen die Teilnehmer, für was ein Parkplatz sonst noch gebraucht werden kann. So setzen sie sich für weniger Verkehr und bessere Luft in Stadt ein. Es gibt schönere, stimmungsvollere, ruhigere Orte, aber ja, man denkt, was mache ich an der Demutstrasse oder in der Demutstrasse, wo ich wohne, und das ist in der Tat hin und wieder Yoga. Und darum habe ich mir gedacht, wieso nicht in dieser Stunde, heute habe ich leider nicht so lange Zeit, aber wieso nicht einfach eine Yogastunde ausprobieren. Weltstrasse für Barbara Meier vom Pendelverkehr plagt ist, macht sie am heutigen Parking Day mit. Dass es für Yoga idyllische Orte gibt, ist ihr bewusst. Neben vorbeifahrenden Autos seine innere Ruhe zu finden, war für die Teilnehmer mal etwas Außergewöhnliches. Das ist eigentlich besser als erwartet, auch von der Temperatur. Es war nicht allzu kalt. Sogar die Sonne ist ein bisschen gekommen. Und die Autos sind eigentlich recht brav vorbeigefahren. Ich habe es sehr speziell gefunden. Also ich habe sonst auch schon Yoga gemacht. Zuerst habe ich gedacht, da fahren da gerade ein Auto durch. Kann man sich denn da überhaupt einlassen aufs Yoga? Aber ich finde, die Barbara hat es auch sehr gut gemacht. Und ja, ich habe es sehr amüsant gefunden. Und ich denke, es wäre eigentlich auch noch lässig, wenn man so etwas weiterzüchen könnte. Etwas ausprobieren können die Besucher auch auf dem Parkplatz von der Sabina Schütz. Bei ihr kann man Samenbomben zusammenmischen. Die kann man dann bei sich zu Hause einpflanzen. Und boom, hat man einen bunten Blumenstrauß auf dem Balkon. Für sie ist es nämlich nicht nur wichtig, dass es weniger Verkehr gibt. Wir wollen eine grünere Stadt. Für uns kann sie nicht genug grün sein. Weil für jedes Auto muss auch ganz viel grün und gehen und viele Bäume und viele Pflanzen. Laufen die Besucher von der Demutstrasse weiter ans Ende, kommen sie an der Parkplatzstube von Ralf Schwegler vorbei. Bei ihm kommt man gerade ins Gespräch. Menschen, die hier vorbeilaufen, denen frage ich, willst du einen Kaffee? Willst du ein Spiel machen mit uns? Willst du einfach stoppen und reden? Es geht nicht alles voll stressig und schnell, sondern es gibt Sachen, die schön sind. Mit seiner Parkplatzstube will er zeigen, dass Leute an dieser Strasse wohnen und die Strasse nicht eine Hauptstrasse ist. Der Parking Day findet jedes Jahr in der ganzen Schweiz statt.